Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP hin dran und wir fahren fort mit Let's Play AR Memories of Old. Und hoffentlich muss ich das jetzt nicht nochmal nachbetonen. So, also beim letzten Mal haben wir das hier schon mal aktiviert und jetzt wollen wir noch auf der linken Seite das gleiche tun. Alright, ah ja, die Tür war hier geschlossen. Dafür ist die... Oh, Schmetterlinge! Hi Schmetterlinge! Ist ja toll. So, deshalb müssen wir jetzt hier. Ich liebe dieses Rascheln, ey. Es ist super. Hier durch. Oh, das sieht so hübsch aus. Oh mein Gott. Man merkt hier, was die Zivilisation so hingebaut hat. So, Nicht runterfallen Sachen. Okay, warte. Ich will das zuerst aktivieren. Und die Tür geht noch nicht ganz auf. Wir brauchen nämlich noch vier andere Schlüssel. Aber das können wir garantiert hinkriegen. So, was heißt ihr können? Wir müssen, sonst komme ich hier nicht weiter und das wäre nicht so gut. Ich würde das jetzt nämlich ganz gerne... Haha, abschließen. Alright. So. Also, ach Gott, nachbetonen ist grauenvoll. Ich mag das nicht. Es gibt ja sehr viele Let's Play, die das so machen, mit nachbetonen und... ich meine, jedem das sein, aber das ist echt... Ach, ich finde das nicht so cool. So, da ist die zweite Schüssel. Also hoffentlich stürze ich nicht allzu sehr. Ich habe mein Bestes gegeben. Right. Ist halt so, ich habe an meinem PC ein paar USB-Stecker. Und zwei davon haben mittlerweile... Oh nein, ist runtergefallen. Das hat sich den Rücken zerstört. Autsch. Wenigstens ist das meistens ein schneller Tod, außer man ist paralysiert und man weiß immer noch, dass man lebt. Dann ist das ein grauenvoller Tod. Das ist ein schöner Tod, als ob Tod schön sein könnte. Nee. Und hip. Hip. Jetzt frage ich, wie komme ich hier raus? Ach, ich soll vielleicht einfach nach vorne laufen. Ja, und es ist halt, es passiert öfters, dass, ich rühre da nichts an, aber suddenly denkt sich der USB-Wackelkontakt so, ich mag das USB-Gerät nicht mehr. Ich stelle es jetzt einfach mal aus. Jetzt habe ich jetzt natürlich die anderen verwendet, die nicht so wackelkontaktig sind und wehe. Wehe. Gut. Gut, haben wir drüber geredet. Aber ich meine, solange die Aufnahme noch da ist, kann ich wenigstens noch drüber kommentieren. Wäre jetzt das Aufnahmegerät disconnected, hätte ich ein größeres Problem, weil das Spiel mit Autospeichern arbeitet und das... Ne? Ja, ihr versteht. Hätte ich mir was einfallen lassen müssen. Aber hey. Ende gut, alles gut oder so. Alright. Gut. Aber wie gesagt, ich liebe diese die Schatteneffekte in diesem Spiel, weil es einfach diese wunderschöne dreieckige Polygon-Grafik hat. Das erinnert halt wirklich schon ein bisschen an alte Spiele. Aber es ist so wunderschön. Es hat diesen wunderbaren Flair von neu und alt und... Oh, das ist einfach so richtig... Charo liebt so ein Kram. Ich meine, bei mir auf meinem Kanal gibt's eigentlich schon relativ... Ach, sogar fünf Schlüssel. Gibt's eigentlich relativ viele Indie-Projekte und alles. Weil Indie-Spiele können halt sehr, sehr cool sein. Also, was lief bei mir so? Abzu, Bound, eben jetzt AEA und wahrscheinlich auch andere, auch wenn ich jetzt gerade nicht erinnern mag. Soll ich da hochspringen? Ja, ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Und jetzt einfach dadurch. Alright. So, mach mal auf. Der letzte Schlüssel ist direkt vor der Türe. Das haben wir also souverän gelöst. Alright. Let's go there. Und ich hoffe einfach, dass ich mir jetzt zu Weihnachten einen PC kaufen kann. Einen besseren, damit ich dann auch streamen kann mit dem Teil. So, Entschuldigung. Und die Tür geht auf. Ich liebe diese Soundcues, oh mein Gott. Da weiß man so, dass man es richtig, richtig gut gemacht hat. So. Es ist
ist ein bisschen so wie das Zelda. Ne? Ah, das ist einfach das regt das Belohnungszentrum in Hirn an. Das ist immer gut. Oh, was? Wir sind schon da? Ernsthaft? Hey, das ging aber flott. Ja, wir sind beim Spirit angekommen. Sehr schön. Sehr schön. So, ich glaube, wir haben in dem Tempel jetzt wirklich alles erforscht. Und noch ein letzter Blick auf das da unten. Ach, wunderschöner Tempel. So, jetzt geht's aber zum zweiten Geist. Mal gucken, was für ein Viech das ist. Ja, der letzte war ja ein Walhai. Das soll wahrscheinlich ein Fisch sein. Oh mein Gott. Oh, guckt euch das mal an, Leute. Sieht das nicht super aus? Es ist eine sehr coole Kreatur. Hallo, na? Was bist du denn? Komm zu mir, kleiner Vogel. Vor sehr langer Zeit nannte man mich die Wächterin des Zwielichts. Ich existiere zwischen Dämmerung und Morgengrauen und bewache den Pfad, der ins Land der Träume und zurückführt. Selbst nach dem großen Zerfall blieb ich, und ich beobachtete, wie eure Priesterin Kara ihr Volk in die Sicherheit meines Tempels geleitete. Schon lange warte ich auf diesen Augenblick. Nun bin ich schwach, aber die Macht, die mir verliehen wurde, bindet mich an eure Welt. Hör gut zu, kleiner Vogel. Noch musst du ein letztes Fragment finden, und du musst dich beeilen, ehe die Dunkelheit deinen Weg verschlingt. Du musst die drei Fragmente wieder miteinander vereinen. Ich überlasse dir den Teil, welcher mir anvertraut wurde. Ohne das Fragment dämmere ich dem Vergessen entgegen. Es band mich an diese Welt, schon seit die Seelen der Menschen die Götter vergaßen. Aber wir dürfen nicht zögern. Bitte nimm mein Fragment und beende, was vor so langer Zeit begann. Alright. Oh, das Design der... Mein Tempel ist eingestürzt. Das Design dieser Wächterin ist echt, echt cool. Das Wächterin des Zwielichts. Der Dämmerung. Oh, wunderschön. Auch dieser Ort ist wunderschön. Das ist einfach super. Man hat ja gesehen, von ja, sie nahm in einer Hand die Sonne, in die anderen den Mond. Und das ist ihre Schwingwand. Oh Gott, Leute. Dieses Spiel ist... Zufluchtsort. Es ist zu viel. Es ist einfach zu viel. So, Ladenfact. Ich habe jetzt ein paar Fakten aufgeschrieben zu Tieren. Und wusstet ihr eigentlich, dass der Walhai, das war der vorige Wächter, so plus minus, der größte Hai und gleichzeitig der größte Fisch der Neuzeit ist? Früher gab es natürlich noch viel größere Fische und Viecher und so. Aber für heutige Verhältnisse ist das Ding ganz schön riesig. Das Coolste ist, das ist hier ein Planktonfresser. Also, falls man im Wasser auf einen Walhai trifft, wird er einfach ganz friedfertig weiterschwimmen und Plankton futtern. So. Alright. Wir sind wieder da, draußen. Schön, schön. Okay, was sagt denn die Karte? So. Jetzt haben wir eigentlich den linken Teil der Karte ganz schön gut erforscht. Das heißt, uns bleibt nur noch der östliche Teil. Sehr schön. Alright. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir... Ist das nicht der schwarze Stein?
den Tempel einfach verschlungen. Alright, alright. Ich sehe, was die Leute damit... Ah nein, das war nicht flattern. Damit meinen, wenn sie sagt, dass das eine Plage ist. Holy shit, guck dir das mal an. Dieses wunderschöne Gebiet. Der Ort der Zuflucht. Einfach zerstört. Oh, das ist traurig. So. Hier sind noch irgendwelche Leute. Waren die schon? Ich weiß es nicht. Na? Hey, schaut mal. Ich habe noch nie so viel Wasser gesehen. Das ist eigentlich ein sehr trauriger Anblick. Ja, das ist wohl die Gier, vor der die Götter warnen. So, ich will da noch nach oben hin. Werde ich irgendwann mal nicht X drücken, um zu flattern? Ich weiß es nicht. Ist das eine Wolke? Ich glaube, das ist eine Wolke. Das ist eine Wolke, okay. Gut. Dann will ich hier eigentlich gar nicht mehr hin. Hier haben wir uns auch überall umgesehen. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Ist irgendwie hier. Ja, das kann man natürlich auch machen. So. Welche Menschen oder so? Also ich weiß nicht, warum die hier am Rande sitzen sollten, aber hey, man weiß ja nie. Alright. Ja, langsam will ich das mit dem Fliegen. Uff. Sagt sie und fliegt direkt wieder in irgendwas rein. Alright, die Map sagt, wir sollten jetzt einfach mal Trost in die Richtung fliegen. So, ist auch nicht mehr viel. Ist okay, I got this. Den Fluss können wir irgendwie auch nicht wirklich zurückbringen. Scheinbar. Schade eigentlich. Und das heißt, wir verlassen wohl die Königshalle langsam, aber sicher. Und ist hier oben noch was? Waren wir hier? Ich weiß es nicht. Ich glaube, hier waren wir. Oder? Ich guck mal. Dieser selbsternannte Gott geht zu weit. Ich hoffe, er überschätzt dich gewaltig. Nein, das ist nie. Hier waren wir noch nicht. Das sind wieder Kraniche. Oh mein Gott, Leute, Kraniche sind so coole Vögel. Vor allem, also ich finde den Kranich, den wir in Europa haben, Gruß, der ist super. Und da sind wieder diese Schafviecher. Selbsternannte Gott. Okay. Ich frage mich, wovon die reden. Hip. Ist hier so was Interessantes? Nicht wirklich. Alright. Da sind wieder... Oh! Eins. Und zwei... Oh, das ist sogar ein Männchen. Hallo, na? Oh, die sind so süß, die Babys. Hey, das ja. Ach, das war noch ein paar Dicke. Alright. So. Jetzt ist aber Zeit, weiter zu fliegen. Gut, ich frage mich aber, was wir denn mit den... Oh, das sind noch irgendwelche Dinge. Nein, nicht das. Das da. Was wir noch... Ist halt in Spyro halt man X zum Flattern benutzt, wenn man fliegen konnte. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Ja? Nein! Ich will da zurück! Da war was! Spiel! Lass mich hingehen! Ich krieg das hin! Ich krieg das hin, Leute! Jetzt aber. Oh, meine Herren. Das war lustig. Es ist nicht mehr weit. Die Zuflucht ist gleich da drüben. Aber gib Acht, das Land zerfällt sogar hier. Ich habe so das Gefühl, dass das Land viel zusammenhaltender war, als sie dorthin gerannt sind, als jetzt. So. Alright. Adleraugen muss man haben. Ach, das ist einfach ein Vogel. Fliegen wir ein bisschen schneller. Da waren wir ja überall. Da sind ja die Wächterin des Leuchtturms. Ihre Tochter und so. Okay, haben wir hier alles gesehen? Oh,
das ist so ein schönes Gebiet. Diese Wasserpferde, die machen es einfach. Die machen einfach so viel aus. Sieht doch fantastisch aus. Wie? Oh, das ist jetzt auch der. Ach so, da ist ja auch der schwarze Stein rausgekommen. I see. Das ergibt natürlich jetzt viel mehr Sinn. Alright, ich will nicht dahin fliegen, ich will in die Richtung. Okay. So, hier waren wir überall. Das heißt, ich kann jetzt ein bisschen schneller fliegen. Hui. Okay. So, jetzt Karte. Hier waren wir auch noch. Okay, da waren wir aber, glaube ich, noch nicht. Ist es auch bewaldeter? So. Lieflas Hain. Hübsch. Okay. Jetzt werden wir aber trotzdem die ganze Karte aufdecken, bevor wir den letzten Dungeon gehen. Oh, Vögelchen! Einfach, falls es so ein Point of No Return ist, Pilze! Pilze überall! Mein Herr. Oh, ist wieder ein Häschen! Es hat keine Angst vor mir. Hallo Häschen. Pilze. Schön. Oh, ich liebe diese Welt. Sie ist so voller kleiner Details. Das ist einfach. Ist einfach wunderschön. Ja, ich weiß, dass wir in die Flas High sind. Hein. Oh. Alright. Das hier ist ein Vogelmonument. Mal gucken, ob ich. Nein. Da ist ein Reh an diesen schwarzen Stein verendet. Ich frage mich, ob das aus den Viechern herauswächst oder sowas. Hier. Kann ich hier irgendwas machen? Hm, scheinbar nicht. Sieh dieser böse, böse schwarze Stein. Alright, da habe ich noch ein paar Leute gesehen. Ah nein, es sind. Rian kann ich. Ich werde diese Landen verlassen. Die Priesterin ist sicher. Mehr können wir nicht tun. Warum zögerst du also, alter Freund? Ah, der Hirsch. Der Hirsch kann ja nicht unbedingt fliegen, ne, Mr. Kranich? Könnte schwierig werden, diesen Ort zu verlassen. Ach ja, selbst die Tiere sind fortgegangen. Okay, da leuchtet was. Dort ist ein großer Monolith. Ich geh jetzt schon zum Leuchtigen, da zeig's. Die Musik hat einfach ein bisschen auch was so Bittersüßes an sich, ne? Also man merkt, dass diese Welt leider schon ein bisschen am Zerfallen ist, ne? Hallo, Irie. Oh, die sind blau. Wie süß ist das denn? Mein Glückshirsch ist aber Burgunder. Ach ja. Oh, das ist so schön, das Gebiet. Es hat ein bisschen was von so einem Sommerwald. Überall brennt die Sonne und hier drin ist es angenehm und kühl. Alright. Der hatte irgendwie Angst vor irgendwas, was da drin war. Gehen wir da rein. Oh. Die Monolithen sind aktiviert worden. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, da jetzt durchzufliegen. Huch. Das Ding hat keine Seele scheinbar. Es hat kein Auge. Frage ist, komme ich da rein? Wahrscheinlich nicht. Alright, wir sehen uns jetzt ein bisschen die Monolithen an. Ich bin davon überzeugt, dass ich da einfach durchfliegen muss. Warum sonst würde man das so machen? Was für ein wunderschönes Gebiet. So. Okay. Versuchen wir das. Und. Nicht ganz. Ich will gerne. Okay, es könnte schwieriger werden als gedacht. So. Und ist die
was, Leute? Ich lande jetzt erstmal. Oder auch nicht. Ich fliege durch Wolken. Es ist ein bisschen schwieriger zu steuern, als man meinen würde. Tatsächlich. So, okay, landen. Jetzt versuchen wir das von dem Baumstamm da oben. Mal gucken. Mal gucken, ob das was bringen wird. So. Boah, das ist so ein großer Baum. Stell dir mal vor, wie groß der sein... Wie groß der sein musste. Krass. Wahrscheinlich so groß wie der Baum dort hinten. Der große. Ja, ich bin gerade ein Held. Ich weiß. Okay. Ich fliege gerade so schön langsam. Und... Sehr schön. Hat funktioniert. Alright, Leute. Beim nächsten Mal wollen wir das noch mit den anderen Monolithen ausprobieren. Mal gucken, ob das funktionieren wird. Es muss. Es wird schon. So, ich lande jetzt einfach mal hier. Mit schönem Ausblick auf den Rest der Welt. Also, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif.